Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Grand Grimoire, der Mythos Magie von Pegasus Press und das ist ein Quellenband zu Cthulhu. Viel Spaß. Klaatu, Verata. Ja, was ist das jetzt für ein Buch? Das Buch selber ist eine Art Lexikon, ein magisches Lexikon mit Zaubersprüchen von A bis Z. Ich würde es so ein bisschen vergleichen mit einer Art Waffenhandbuch, nur dass es dann eben hier nicht um Waffen geht, sondern einfach um Zauber, was dann der Name eben schon sagt. Aber da blättert man einfach drin, wenn man A, einen speziellen Zauber sucht und was er kann und was er macht und was er tut, oder eben um sich Anregung zu holen, ob man irgendeinen speziellen Zauber noch braucht, ob man irgendein gewisses Buch lesen muss, sowas in der Art. Und da muss man eben zu sagen, dass es ja ein bisschen spezieller ist. Also niemand wird dieses Buch von vorne bis hinten durchlesen. Das ergibt gar nicht so viel Sinn. Es ist eher dann eben dafür geeignet, wenn man was sucht, dass man es eben schnell findet. Zunächst muss man sagen, dass erst einmal dazu erklärt wird, wie Zauber funktionieren. Das ist zwar schon etwas, was im Grundregelwerk einmal eingeführt worden ist, aber auch hier wird dann noch einmal darauf eingegangen, was denn Mana bringt und wie viele Magiepunkte man dann braucht, um einen gewissen Zauber zu wirken, aber eben auch, was damit einhergeht. Also bei Cthulhu ist es ja auch gerade so, dass wenn man irgendwie an Magie gekommen ist, dass das immer ein Opfer mit sich bringt. Und das muss in dem Fall nicht ein Opfer aus Fleisch und Blut sein. Kann es sehr oft, aber muss es nicht. Was ich jetzt hier damit eher meine, ist, dass es unglaublich viel Stabilität kostet. Das heißt, wenn man mit Zaubern konfrontiert wird oder aber sie auch benutzt, egal in welcher Form, dann saugt dieser Kontakt mit den älteren Wesen, mit dieser Magie, mit den Fähigkeiten von diesen Wesen einfach an der menschlichen Psyche, sodass man nach und nach verrückt wird. Was nebenbei noch ganz interessant ist, ist, dass es in diesem Buch noch einige Ideen gibt, wann welcher Zauber vielleicht noch erleichtert wird. Ihr könnt es hier auf der linken Seite erkennen. Da sind dann einige Kometen aufgeführt, die sich in einer Umlaufbahn um die Erde befinden und sich dort bewegen und alle paar Jubeljahre mal ja entstehen oder an der Erde vorbeirasen oder nahe genug kommen, sodass man dann ihre Koma sieht. Das ist ganz interessant. Es gibt aber eben auch noch ein paar andere Daten, die dann zum Beispiel in Zusammenhang stehen mit unseren Wochentagen. Das war auch damals im germanischen Glaube war es zum Beispiel auch so, dass je nachdem, an welchem Tag man zaubert, dass es Erleichterungen auf gewisse Zauber gibt. Es gibt noch einige Kapitel dann auch zu der Traumlandmagie, denn dort wirkt das alles ein bisschen stärker, alles ein bisschen anders. Es gibt ja auch dann im späteren Verlauf viele Zauber, die sich unter anderem nur in den Traumlanden benutzen lassen. Da ist das, wie gesagt, alles ein bisschen spezieller. Die Traumlande selber haben nochmal einen ganz eigenen Quellenband, den man dann auch als PDF noch erstehen kann. Das Hardcover ist leider seit mehreren Jahren nicht mehr im Verkauf. Aber auch hier wäre es so, dass wenn man sich dorthin begeben möchte, dann wäre das möglich und dann greifen dort noch einmal ganz andere Wesenheiten und Fähigkeiten auch und Teile der Magie, die dann dort anders wirken. Zudem wird dann auch auf Rituale eingegangen. Das heißt, wenn man sich nicht nur für 5 Minuten kurz hinkniet und einige Beschwörungen murmelt, sondern wenn das einen ganzen Tag lang geht oder wenn man dann dafür einen Fokus braucht, sich also dann irgendwie in Stonehenge oder so etwas hinkniet. Oder man nimmt sich irgendwelche Hügelgräber, die dann in Germanien noch zu finden sind. Das wäre dann also, ja, die Art von Fokus, die man benutzen könnte. Es geht dann eben auch nochmal darum, wie man dann Voodoo-Puppen oder so etwas benutzt. Auch da wird dann nochmal drauf eingegangen. Das kommt dann immer auf die Zauber drauf an, ob die schnell gehen und ob man sowas dann spontan mal zaubern kann oder ob das dann ja ein Ritual ist, was dann mehrere hundert Magiepunkte braucht, wo man dann entweder ja 100 Leute für braucht oder aber man macht das dann eben über verschiedene lange Tage. Und ja, je nachdem, was man dann da braucht, was man da benutzen möchte, ist das hier in diesem Buch auch angegeben. Also es ist eine Spielhilfe für Magie in Cthulhu, wobei ich da immer so ein bisschen zwiegespalten bin, weil ich nicht genau weiß, zu wie vielen Zaubern die Investigatoren, also die Spielercharaktere im Endeffekt
kommen. Das ist dann etwas größeres Problem. Es ist dann natürlich nicht so, dass es dann Magierakademien gibt, zumindest keine offenen, wie das eben bei DSA oder so der Fall ist, sondern Magie ist immer etwas sehr Spezielles, das in wenigen Büchern steht. Es gibt wenige Kopien davon und wenn man dann ein solches Buch lesen würde, kommt man auch schon mit geisteskranken Ideen in Berührung, wird ein bisschen teilverrückt. Und da ist dann eben auch immer noch die Frage, wie benutze ich die Zauber oder warum habe ich überhaupt einen Grund, solche Zauber zu benutzen? Das ist ein Punkt, wo ich dann später in meiner Kritik nochmal drauf eingehe, was ich da dann noch einmal ein bisschen ausführe. Ja, zusätzlich zu dem Katalog, zu diesem Lexikon von A bis Z, gibt es dann eben noch Einteilung der Kategorie, das könnt ihr hier dann auf dem rechten Rand sehen. Wann ist ein Zauber zum Beispiel nur in den Traumlanden zu benutzen oder ist es ein Schutzzauber gegen Wesenheiten? Die sind dann natürlich für Investigatoren von Interesse. Das heißt, wenn ich dann eben gegen Dunkelwesenheiten ziehe, sind Schutzzauber natürlich sehr interessant. Hexensglauben ist dann etwas für wilde Magiearten, wenn man dann eben gegen so etwas wie Hexen oder Druiden ziehen will. Das ist dann eben abhängig davon, ob man eine Kampagne hat oder nicht, die sich dann eben mit solchen Wesenheiten thematisiert. Oder ob das Zauber sind, die vielleicht auch fürs Internet geschaffen sind, die ich dann eben hochinteressant finde. Ich habe dann beim Reinlesen, ich kann jetzt auf keinen Fall alle Kategorien mal vorstellen, aber als ich dann die Cthulhu-Now-Zauber mir angeguckt habe, habe ich sofort richtig viele Ideen bekommen, die ich dann einfach mal benutzen möchte. Dazu allerdings später mehr. Und so beginnt es. Ja, wir fangen einfach mal an bei dem Buchstaben A. Keine Sorge, ich werde jetzt hier nicht jeden einzelnen Buchstaben durchgehen. Aber so könntet ihr euch dann ganz generell dieses Buch vorstellen. Das heißt, es ist unterteilt in die Kategorie A und hier werden dann die ganzen verschiedenen Zauber mit A einfach mal abgefrühstückt. Sollte eigentlich klar sein. Es kommt dann eben darauf an, das könnt ihr hier auch erkennen, wie viel Magiepunkte kostet dieser Zauber und auch wie viel Stabilität, also geistige Gesundheit kostet mich das. Das steht eben auch dahinter. Dann Zauber Dauer. Wie lange dauert dieser Zauber? Ist das eben schnell ausführbar und kostet das mich nur eine Runde? Oder ist das was über Tage, Minuten oder Monate geht? Dann eine ganz generelle Beschreibung, was kann der Zauber überhaupt tun und was ich eben noch sehr interessant finde, alternative Bezeichnungen. Das heißt, wenn ich jetzt mir den ersten Zauber ansehe, Abgrund in die Hölle, dann ist das eine Bezeichnung, die mir als Spielleiter weiterhilft, die genau sagt, was er tut. Er schafft also einen Abgrund direkt in die Hölle. Der muss allerdings in-game gar nicht so heißen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Buch finde, in dem dieser Zauber ist, dann muss der nicht Abgrund in die Hölle heißen. Er kann dann eben auch als Beschwörung des Teufels niedergeschrieben sein. Oder schicke deinen Nachbarn in die Flammen des Abgrunds. Auch sowas wäre möglich. Je nachdem, man kann sich da auch noch andere alternative Bezeichnungen ausdenken. Aber das ist so erst einmal die Idee, wie man diese Zauber abwandeln könnte, wie sie in Büchern stehen. Das muss nämlich nicht immer das sein, wie es da oben angegeben ist. Das ist wirklich nur ein Hinweis für den Spielleiter. Ja, dann auf der rechten Seite könnt ihr dann auch noch Nebenwirkungen erkennen, wenn der Zauber eben fehlschlägt und was dann passiert. Das ist auch nochmal ganz interessant. Also durch die Bank weg, gute Struktur. Das ist dann eben noch ein Teil, der zusätzlich eingefügt worden ist. Es gibt in diesem Buch drei Magier oder Zauberer. In diesem Fall ist es dann Hestia Loxby und die hat dann eben noch einen kleinen einen Regelpassus. Da steht dann drin, was das für eine Frau ist, wo man die treffen kann und was die dann eben auch für Ausrüstung hat oder wie sie einem helfen kann, beziehungsweise wie sie gegen einen arbeitet. Das sind dann teilweise eben auch noch Verknüpfungen, die dann mit einer Kampagne oder mit einem Abenteuer dann harmonisieren. Also Tipps dann eben, wie ich die einbringen kann und wie sie den Investigatoren helfen kann, welche Bücher sie einem zur Verfügung stellt oder gegen welche Wesenheit sie auch im Allgemeinen agiert, welche Feinde sie hat oder welche Freunde der alten Wesenheiten sie hat. Es gibt ab und zu in diesem Buch noch auch ein paar Illustrationen, die dann eben auch nochmal ein paar Zauber visualisieren. Das finde ich auch ganz nett gemacht. Hier zum Beispiel geht es dann darum, dass man mit einem Zauber der Hautlosen einige Katastrophen auslösen könnte. Das wäre jetzt eben oben rechts der Text zur Bürde des Hautlosen und auf der linken Seite könntet ihr dann erkennen, was da passiert ist. Das steht dann eben aber auch im Zauber drin. Hier gibt es dann ja zum Beispiel aber auch gar keinen alternativen Text drin. Aber auch der wäre möglich, wenn man sich eben sowas ausdenken möchte, könnte man da eben noch einen anderen Zauber dann
ja, beschreiben oder ihn anders nennen. Ja, worum geht es in dem Zauber? Man erschafft quasi Chaos auf den Straßen in einem gewissen Umkreis. Und jeder, der dann ausrastet und andere Menschen tötet, der weiht dann, ohne dass er es selber weiß, diesen Toten einem ja hautlosen, dem Avatar von Nyarlathotep. Ja, fand ich ganz interessant, dass man da dann eben so große Bilder noch eingebracht hat, als Abwechslung, als Ablenkung, so für zwischendurch zum Auflockern dieses sonst sehr trockenen Buches, möchte ich sagen, kann man da dann eben ja noch sich mit den Illustrationen etwas abwechseln. Das ist jetzt zum Beispiel ein Zauber, den ich euch gesondert vorstellen möchte. Erschaffe Computertor. Jetzt gerade bei den neuen Zaubern fand ich, also die neuen Zauber in Anführungsstrichen, diejenigen, die erst funktionieren, wenn man einen Computer hat oder wenn man Internetzugang hat, finde ich die besonders interessant. Denn die kann man, unabhängig jetzt von Büchern, kann man die sehr oft in einem Cthulhu-Now-Abenteuer einbringen, ohne dass es da irgendwie eine Begründung geben muss, ohne dass man ein Buch weitergegeben hat oder eine Erbschaft angetreten hat oder ein paar Schriftstücke auf einem alten Dachboden findet, kann man solche Zauber richtig gut in eine Kampagne einbinden, die dann eben Now-Setting spielt. Deswegen habe ich explizit eben nach solchen Now-Zaubern in dem Buch gesucht und habe quasi alle für gut befunden und habe quasi zu jedem direkt eine Idee gehabt, wie ich daraus ein Abenteuer knüpfen könnte. Also gefällt mir echt gut. Dann gibt es aber auch wieder Zauber, und das sind jetzt gerade diese ganzen Hautzauber von den Brüdern der Haut von Nyarlathotep, wo ich dann das Problem habe, dass ich nicht genau weiß, wie sollte ein Investigator A an diese Zauber kommen und B, warum sollte er sie überhaupt jemals benutzen, wenn er noch geistig klar ist und sein Verstand eben funktioniert. Wenn man dann fremden Leuten, Gegnern so sehr hasst, dass man ihnen die Haut abflucht, einfach indem sie dann am eigenen Körper verrotten, dass die Haut vertrocknet oder sie dann abhält wie ein Würstchen, wenn man so sagen möchte. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wie kommt ein Investigator, und selbst wenn es ein Gangster ist, ein echt fieser, brutaler Gangster, der gerne mit einer Tommy-Gun um sich feuert, auch da weiß ich nicht, warum jemand so brutal sein sollte und dann solche Zauber sich ausdenkt und sie dann eben auch benutzt. Also viele Bücher oder viele Zauber hier drin sind zwar cool zu lesen, aber die haben einfach kein Anwendungsgebiet. Und da habe ich eben so meine Probleme mit. Es sei denn, man spielt tatsächlich ein paar Kultmitglieder, die jetzt böse sind und die dann das Gute verhindern wollen. Da weiß ich allerdings nicht, wie sowas aufgebaut ist, und das wird auch nicht die Regel sein. Normalerweise spielt man ja eben die Guten, die dann sich eben mit solchen Leuten anlegen, die dann eben einem die Haut abfluchen können. Und da muss man eben ja überlegen, ja, okay, mein NPC kann jetzt diesen Spruch zauber und das kostet ihn 5 Magiepunkte und 10 Stabilität. Aber das interessiert mich ja nicht. Ich halte ja sowas nicht nach. Mich interessiert nicht, wie viele Magiepunkte mein NPC hat und ob die regenerieren oder nicht. Ich halte sowas für NPCs nicht nach, weil wenn ich sage, die sollen jetzt meinen Spielercharakteren die Haut wegfluchen, dann machen die das einfach. Dann brauche ich persönlich dafür keine Regeln. Und da habe ich noch gerade so ein bisschen das Problem mit diesem Buch, ganz generell mit Zaubern bei Cthulhu, die dann unglaublich bösartig sind, dass sie einfach wenig Nutzen haben, zumindest keine für den Spieler. Und hier haben wir jetzt eben nochmal ein Beispiel für Ähnliches. Rufe Gottheit. Das ist auch wieder was die NPCs brauchen, diese bösen Kultanhänger, wenn die dann eben Azathoth beschwören wollen, warum auch immer man das machen möchte. Wie lange brauchen die, um so eine Gottheit zu rufen? Wie viele Personen braucht man? Wie viele Magiepunkte? Und wie lange dauert das? Also dauert das jetzt ein Jahr oder dauert das 10 Jahre oder dauert das 5 Minuten? Aber auch da, kein gesunder Spielercharakter würde jemals eine Gottheit auf die Erde rufen. Beziehungsweise dann erwachen lassen. Also jetzt als Beispiel Cthulhu, der untot in Relief wartet. Das macht einfach keinen Sinn, dass man solche Zauber da reinpackt. Also das ist dann Gegenstand einer Kampagne und die Charaktere erfahren dann, irgendein böser Kult will jetzt wieder Cthulhu erwecken lassen oder die Sterne richtig stehen lassen. Aber ich muss das nicht verregeln, die machen das einfach. Das ist ja das, was die Charaktere dann eben in einer Kampagne herausfinden müssen. Ja, ganz generell kann man auch schon sagen, dass es das mit dieser Rezension schon war, weil
Es lohnt sich jetzt nicht, euch jeden einzelnen Zauber vorzustellen. Das ist auch nicht Sinn und Zweck einer Rezension, sondern einfach nur zu sagen, was steht in diesem Buch drin und lohnt es sich für euch. Und naja, gut, damit kann ich jetzt eben dieses Buch dann auch schließen und euch dann die letztendliche Bewertung geben. Denn ist es tatsächlich nicht mehr. Jetzt, wenn ich mit V, W, X, Y und Z durch bin, nach dem Z kommt nichts mehr. Dann kommt noch der Index, damit ich eben schnell die Zauber auch finde, damit ich weiß, auf welcher Seite die stehen. Aber dann war es das auch schon. Also es werden einmal erklärt, wie Zauber funktionieren, wie viele Magiepunkte das braucht oder welche Beschwörungsfoki ich da brauche oder ob ich irgendwelche Pflanzen nehmen kann, damit es mir besser gelingt oder welche Sterne gerade richtig stehen müssen. Und danach kommen eben die Zauber. Das ist das Buch. Also wie gesagt, ein Katalog, ein Lexikon von A bis Z, vergleichbar mit einem Waffenhandbuch. Naja, und eben diese drei NPCs, die einem noch gegeben werden können. Ja, schauen wir uns an, was ich in der Bewertung zu sagen habe. Ja, die Bewertung, Zeichnung und Layout. Das Layout selber ist ganz okay. Es gibt nicht so sehr viele Zeichnungen. Ab und zu sind sie dann wirklich über eine ganze Seite verteilt. Beziehungsweise auf einer Doppelseite nehmen sie die Hälfte ein. Das ist auch okay, das ist abwechslungsreich, die sind hier gut verteilt, aber ansonsten gibt es hier nicht wirklich viele Zeichnungen. Aber, und das muss man dem Buche zugutehalten, A, sie sind in Farbe und B, naja, allein der Buchrücken ist unglaublich geil, gerade wenn man es nicht nur als PDF hat, sondern als Hardcover. So etwas, naja, gut, im Schrank stehen zu haben, da sieht man nur den Buchrücken auf der Seite, aber wenn man das eben rausholt, dann sieht das schon richtig hochwertig aus. Und ja, also Zeichnung und Layout gefällt mir. Ich habe hier keine Mankos, es sind zwar nicht so viele, aber es sind zwar nicht so viele Zeichnungen, aber die müssen auch nicht drin sein. Das Buch will ja gar kein Bilderbuch sein, sag ich einfach mal, sondern es soll tatsächlich ein Katalog sein und das dafür, dass es das sein will, ja, gebe ich 4 von 4 Punkten. Redaktion und Struktur. 3 von 4 Punkten. Hier fehlt mir tatsächlich der Punkt, den ich vorhin schon einmal angesprochen habe. Ich muss hier nicht nur wissen, wie Magie funktioniert und was für Beschwörungsfolki es gibt, sondern, und das ist mir viel wichtiger, wie kommen denn die Zauberer, die Spielercharaktere an Bücher, und zwar, wie kommen sie sinnvoll an Bücher, dass sie dann eben diese 200 Seiten mit Zaubersprüchen auch tatsächlich einfach mal alle lernen. Denn in einem One-Shot, und Cthulhu ist meistens als One-Shot präsent, komme ich sowieso nie in diesen Genuss, dass ich selber mal zaubern kann. Das ist dann eher was für sehr lange Kampagnen oder Few-Shots, also Spielrunden, die dann mehrere Abende dauern, wo man dann auch tatsächlich mal in Berührung mit einem Buch kommt. Aber selbst wenn ich dieses Buch dann habe, warum sollte sich ein Charakter die Zeit nehmen und dann sich tatsächlich meinetwegen 5 Monate hinsetzen, um dieses Buch zu transkribieren und diesen Zauber zu lernen und ihn dann auch noch zu benutzen? Das ist das, was ich sagte. Also warum sollte ich lernen, wie ich jemandem die Haut wegfluche? Einige Sachen sind dann noch ganz nützlich, sowas wie verlängere das eigene Leben, wenn man dann man opfert eine Person und kann dafür dann so und so viele Jahre länger leben, das ist ganz nett. Oder man kann Tiere heilen oder verletzen, auch das wäre möglich. Man kann sich Arme nachwachsen lassen oder sowas, wenn einem die fehlen. Das sind dann so noch ganz nette Zauber, aber der Großteil, der mir hier präsentiert wird, ist tatsächlich etwas, was keine Anwendung hat. Und das ist sehr schade, wie ich finde. Bonuspunkte. Ja, auch hier habe ich ja schon was zu gesagt. Das ist quasi genau das Gleiche, was mir dann eben auch bei der Redaktion und Struktur fehlt, was dann eben so ein bisschen mir den Eindruck madig macht. Das Buch ist das, was es sein will. Es möchte ein Handbuch sein, ein Katalog, ein Lexikon, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das erfüllt es. Es macht wenig Sinn, dass ich das Buch von vorne bis hinten einmal quer durchlese, sondern es ist wirklich was, was ich dann am Tisch dabei habe. Und wenn die Spieler mal irgendwas brauchen oder wenn ich selber mal irgendwas brauche, dann schlage ich in dieser einen Situation nach. Ähnlich wie das Waffenhandbuch.
Wenn ich eine Waffe brauche, meinetwegen, ich will eine Tommy-Gun mir kaufen im Laden, dann suche ich mir kurz aus diesem Buch die Tommy-Gun heraus, notiere mir die Werte und schlage das Buch wieder zu. Es erfüllt das, was es sein will, und das macht es gut, aber für weiteres ist es nicht zu benutzen. Und daher ziehe ich hier nochmal 2 Punkte ab. Damit kommen wir auf 6 von 8 Punkten. Der Rest, wie gesagt, ist okay. Und naja, gut, wir kommen dann am Ende auf 13 von 16 Punkten. Damit ist es eben ein Buch, was gut ist. Man muss eben nur wissen, ob man das wirklich haben will. Also ich kann hier wirklich nur eine Empfehlung für denjenigen aussprechen, der so etwas gerne bei sich im Schrank stehen hat, der gerne da auch mal reinguckt, der es gerne auch seinen Spieler weitergibt, wenn man dann eben mal eine längere Kampagne spielt, wo es sinnig ist. Wenn man nur auf Conventions beispielsweise mit einzelnen Spielern einen One-Shot spielt, dann macht es eher weniger Sinn, sich so etwas zu besorgen. Aber ich bin generell sowieso jemand, der viele von seinen Büchern im Schrank stehen hat und die meisten davon habe ich noch nicht mal gelesen. Das macht es natürlich auch nicht besser, aber wer so etwas gerne möchte, der kann es sich natürlich dann eben auch besorgen oder hat es sich schon besorgt. Aber mir fehlt hier noch einmal, und das muss ich betonen, die Anwendung. Gut, ich blende noch einmal den Preis pro Seite ein. Und damit könnt ihr euch dann eben selbst überlegen, ob es euch das wert ist. Ich bin damit durch mit dieser Rezension. Ich hoffe, es hat euch gefallen und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag.